Wie fühlt sich das an, dass deine Familie immer noch da im Krieg sein muss? Das ist sehr schlecht. Hallo! Wie geht's Ihnen, wenn Sie Ihren Sohn jetzt hier sehen und nicht zu Hause haben können? Wann vermisst du deine Familie am meisten? Immer. Die aktuelle Regelung in Deutschland ist ja, dass zwar Sie kommen könnten, weil Ibrahim als Minderjähriger Sie nachholen kann, aber Sie müssten Ihre Kinder dann in Syrien lassen. Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Oh mein Gott, ich bin hier in Sicherheit und kann es gut leben, aber meine Eltern sind dort. Ich mache immer Sorge darum. Die Familie beim Familiennachzug ist ja sowieso total eng gefasst. Das heißt, Ehepartner können Mann, Frau nachholen, Eltern können ihre Kinder holen, Kinder ihre Eltern, aber auch das nur, wenn sie minderjährig sind. Deine Schwester ist erst 15. Die offizielle politische Regelung in Deutschland ist gerade, dass du deine Schwester nicht herholen darfst. Wie findest du das? Ich finde das okay, nicht gut. Ich bin auch Familie, nicht nur mein Vater und meine Mutter. Also meine Schwester ist meine Verantwortung auch. Könntest du dir vorstellen, nach Syrien zurückzugehen, wenn deine Familie nicht herkommen darf? Jetzt im Krieg würde ich nicht, aber vielleicht nach dem Krieg, wenn ich für mein Heimatland etwas machen kann, mache ich das gerne. Hallo! Hallo! Wo sind deine Frau und deine Kinder jetzt? حاليا موجودين بتركيا. عائلتي تمت في التركيا لأني الطريق كان فيه خطورة. Wie geht's dir in deinem Alltag als Mutter, als Ehefrau, wenn du das alles alleine stemmen musst? يعني حسيت بتعب. 3 سنوات يعني ما هي قليلة. Im Moment ist vorgesehen, dass man ab August 1000 Menschen pro Monat nachholen kann. Schätzungsweise wollen aber zwischen 50 und 60.000 Angehörige nachgeholt werden. Wie und nach welchen Kriterien die jetzt ausgewählt werden sollen, weiß die Bundesregierung offenbar selbst noch nicht. Hast du Hoffnung, dass deine dazugehören werden? أمل كتير ضعيف لأني 1000 شخص كل شهر يعني إنه ممكن تستنى سنة ممكن تستنى 5 سنين ممكن تستنى 7 سنين. Kannst du dir vorstellen, zu deiner Familie in die Türkei zu gehen, wenn die nicht von da nach Deutschland kommen dürfen? طبعا إذا ما قدرت أجيب عيلتي بس ما يسهل الرجعة صعبة لأني تركيا بدها فيزا فراح أبحث عن طريق غير قانوني لحتى أحسن أروح على تركيا. Wann vermisst ihr euren Papa am meisten? دائما. إن شاء الله نجتمع عن قريب. باي باي. Getrennt von der Familie für Monate, Jahre, vielleicht sogar für immer. Über 50.000 Angehörige von subsidiär geschützten Flüchtlingen wollen nach Deutschland nachkommen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Geschichten hörst? Könntest du dir vorstellen, jahrelang von deiner Familie getrennt zu sein? Schreib's mir in die Kommentare. Hier gibt's übrigens noch einen Film, den wir schon gemacht haben zum Thema Flucht und Flüchtlinge in Deutschland. Und hier ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk. Und hier kannst du Deutschland 3000 direkt abonnieren.